Und meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere für unseren YouTube-Kanal Modbox. Ja, die sofortige Fermentierung von Ballen. Das ist natürlich ein Script-Mod. Und dieser Mod wird zur Verfügung gestellt von Jos. Und der die Modder schreiben natürlich in der Modbox, dass es nur für PC und Mac ist, weil ihr wisst ja, alle Konsolen können leider oder können, dürfen, wollen, weiß ich nicht, keine Skripte verwenden. Und somit ist das leider nur ein Mod für PC und Mac. Also, alle meine Konsolenfreunde, euch muss ich diesmal leider enttäuschen. Allerdings, wir kommen auf jeden Fall definitiv mit Mods für euch. Würde mich trotzdem von mir dranbleiben, wenn ihr den Däumchen nach oben da lasst. Wenn ihr gerne einen Kommentar da lasst, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ja, und wenn ihr euch für die Kaufmann Inhalte interessiert, dann schaut mal gerne unter dem Video da links dazu, wenn ihr uns unterstützt mit Meinungs- und Entwickler. Und dies wiederum wäre natürlich sehr cool. Auf den Kanäle findet ihr auch. Wenn euch diese Mods gerade die Forschung ein bisschen komisch vorkommen, es liegt wirklich daran, mein Controller ist anscheinend kaputt und ich weiß nicht, ob die Einstellung, ich kann es euch nicht sagen, ich muss mit der Maus und Tastatur spielen und das kann ich eigentlich gar nicht, das mache ich auch selten. Ich habe entweder mein Lenkrad hier, aber nehmt's mit dem Controller, deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn es ein bisschen stockblock komisch aussieht. Ja, Script-Mod ist eigentlich ganz selbsterklärend, ich mache das Ganze hier mal an, wir pressen mal einen Ballen. Und dann seht ihr, was ich meine. Ihr kennt ja sonst bei. So. Ihr kennt es ja bei Silageballen, ihr schneidet Gras, ihr schwadet es, so also wie hier, habt es halt auf Schwad liegen, ihr fahrt eure Presse drüber, lässt das entwickelt ihr es direkt, so wie ich jetzt, oder halt, ihr macht dann halt, legt sie ab und wickelt sie dann, aber ihr legt sie in der Regel ab, dann dauert es ja je nach Map und auch Einstellungen eine gewisse Zeit, bis das wirklich aus diesem Gras auch Silage wird. Ist natürlich ist realistischer, weil kein Fahrzeug der Welt kann sofort instant Gras silieren, ne? Also keine Maschine. So, und jetzt seht ihr quasi unten rechts, Ballen gehört mir, ist sofort Silage. Also ihr könnt jetzt quasi instant das verkaufen oder nutzen für eure Tiere als Silage und müsst es jetzt nicht erst irgendwo hinlegen und gären lassen und warten und was der Geier. Nö. Ihr presst die Ballen, ihr legt sie ab und könnt es direkt als Silageballen verkaufen oder nutzen. Ja, ist eher was für Leute, die gerne schnell spielen, schnell Geld verdienen wollen. Sonst für alle anderen, die natürlich ganz normal erst spielen, ist es natürlich dann erstmal nicht so interessant. Aber ich wollte den Skript trotzdem vorstellen, weil der eine oder andere interessiert sich doch für sowas. Und ja, kann ich auch mehr dazu nicht sagen. Außerdem sind das. Außer dass, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und keine weiteren Mods zu verpassen. Würde ich mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christoph von der Modbox. Ciao.